bin ich heute Nachmittag nochmal online. Wir sind bis 15 Uhr da. Ja, da hören wir aber schon wieder auf. Wir sind bis 15 Uhr da. Ach so, ja gut. Ja, dann sehen wir uns die Tage, würde ich sagen. Bestimmt. Ja. Wünsche noch viel Spaß. Was an dem Freimodus. Dann, dann bis später mal. Tschüss. Total. Ja, das sind wir jetzt wirklich, also jetzt sind wir ja wieder vier. Da kannst du Viererliste machen, mal ruhig. Ja. Jetzt habe ich die jetzt schon gestartet, sorry. Nee, alles gut, dann ist das halt so. Ich habe von dir keine Einladung. Ja, also ich bin ja auch noch nicht dabei. Oh, wie lange dauert das? Sind wir schon da? So lange wie du zum Spiel runterladen. Also 100 Jahre. So, vom letzten Job, alle vom letzten Job. So lädt halt nur Sascha ein. Auch geil. So, ihr müsstet Einladung haben. Oh. Ja. Da ist was angekommen. Hey, Entschuldigung. Ne, ich war zwar mit dem Enrico in der Bank, der war nur fast draußen, aber dann irgendwo war einer zu viel. Du wurdest oben von dem Kopf gekillt und man hat gedacht, ja, ich schieße mich kurz in den um. Aus der Entfernung, wo, ja, egal. Das ist halt nur wenig gespielt. Rennen fahren. Also. Was ist das denn die Beschreibung, Alter? Das ist hier Verwandlungsrennen. So, können wir? Ja, ja. Ist das wieder so ein Verwandlungsrennen? 1:30 da oben, Alter. Krass. Ja, die Zeiten, die brauchst du. Sind eh wahrscheinlich meistens irgendwelche Modder. Ja, ja. Auf Plätze. Kann alles passieren. Wir haben alle dasselbe Fahrzeug. Mhm. Weil ich kann kein Auto auswählen. Ne. Ich hab die Wagen rot gemacht, das ist nicht geil. Perfekt. Wow, unsichtbar. Also wir können quasi mehr oder weniger nicht mal wegrammen. Das war eigentlich für dich gut, oder? Alles gut. Das wird aber wahrscheinlich laut der Strecke schon irgendeinen Sinn haben. Max hat dann den Wagen rum. Nein, hier steht ein Baum! Ganz schlechtes Handling da war. Alter. Unterleben. Nein! Oh Gott! Jetzt habe ich die Rampe erwischt. Nein! Oh Mann! Nein! Bis zur letzten Rampe komme ich noch, aber ist dann nicht mehr. Oh Gott. Au. Leute, bei mir steht erster drin. Jetzt habe ich's mal. Ich glaube, jeder ist mal noch hier. Jeder ist irgendwie mal. Wasser. Nee, ich bin auch nicht. Das ist genau das, was ich nie schaffe.
Ich bin was über die Hälfte gewesen zumindest. Oh nee. Oh. Okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ein Rennen ist. Das hatten wir schon mal, so ein Rennen, wo wir so ewig dran gehängt haben, an der gleichen Stelle. Das Problem ist, wenn du einmal wegrutschst und das nur ein Millimeter ist, dann siehst du. Was ich aber gerade lustig fand, dass wir alle drei im selben Abschnitt rausgeflogen sind. Ach Mensch, du blödes hässliches Auto. Oh. Ja. Ah! Was ist das denn? Ich hab's. Also ich glaube, das war so gedacht. Oh nein. Ich bin jetzt ein bisschen... Ach, aber nicht, dass man die 100 Kilometer überschlägt. Nein, ich hatte das Ding. Ich war komplett drüber. Bin dann später rausgeflogen erst. Wie das jetzt gerade war. Nein! Oh nein. Oh. Scheiße. Ja, jetzt hat Markus wieder... Na, oh. Ich hab den Checkpoint noch bekommen, Alter. Lol. Ja, super. Ja, gut, Rennen ist für mich gelaufen. Kann ich stehen bleiben. Wieso? Weil dein Checkpoint auf dem Wallride war und ich jetzt, wenn ich respawne, immer unten auf dem Boden respawne. Aua! Aber die Strecke ist doch unten. Oh, ich komme zu weit raus und fängt halt so, okay. Hä? Fährst doch unten weiter. Wir sind ja da unten aufgestartet. Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte jetzt, hä? Danke. Oh nein. Jetzt war Markus so verwirrt, dass ich den ersten gekriegt habe. Oh, was ist denn das für eine scheiß Strecke? Also, gut, die fliegt auch wieder raus. Ich fand halt einfach das Bild cool. Ich dachte, das ist irgendeine coole futuristische Strecke. Ich habe nicht gedacht, das ist so eine Stunt. Aber auf sowas hier. Aber auf sowas hier holen sich ja die Amis immer gern einen runter auf solche Strecken hier. Ja. Die fahren doch gerne hier solche Wallride und Stunt-Kram hier. Alter, ich komm jedes Mal zu weit nach oben und flieg dann in die. Warte, ich fahr schon drüber. Och, ich meine, der Sprung nach oben, der hier, der ist cool. Ich finde das so geil. Hä? Alter, Markus. Was denn? Habt ihr uns gerade überrundet, ja, ne? Nö. Noch nicht. Jetzt. Jetzt habe ich euch überrundet. Jetzt hast du? Ja. Also ich und Markus sind hier schon tot. Ja. Nur ich fliege natürlich am Start raus. Oh. Scheiße. Ich komme immer zu weit nach oben. Wir brauchen wahrscheinlich auch noch ein halbes Jahr, bis wir da sind. Ich bin hier in der Reich. Ich hasse diese Strecken. Ja, ich wollte eigentlich sowas auch nicht reinmachen, aber das konnte ich ja nicht ahnen. Alter, ich bin über das Ding drüber geflogen und flieg dann hinterher aus der Kurve. Ich hab den Punkt nicht bekommen. Ich mag das erste. Hä? Oh Mann. Nur da war es Unsinn. Volles Bieter, der rutscht. Volles Bieter, der bleibt runter, geht runter. Auch wir bleiben hier ganz hinten. Ich lenke halt immer ganz leicht dagegen, wenn ich merke, er zieht runter. Nee, da selbst dann dreht er sich komplett weg. Da geht der beim Arsch weg. Nee, dann nicht. Keine Ahnung, was. Ich sag ja leicht, nicht abrupt. Nee, tu ich ja leicht. Ich weiß nicht, was bei dir leicht ist, Kevin. Er zieht einfach komplett weg, zack, nach links oben. Ach Mann. Ey, du kommst links an die Wand und der haut dich komplett nach rechts aus der Bahn raus. Ich bin schon wieder drüber gewesen. Meinst du jetzt nach dem Wallride, wo das dann wieder eben wird? Ja. Jedes Mal. Da musst du dich rechts an die Wand lehnen. Musst an der Wand mitfahren. Es ist so gedacht,
Die schiebt dich dann links rüber auf die nächste Plattform. Nee, ich flieg dann raus. Ich flieg dann raus. Der geht jedes Mal wieder runter, fällt der runter. Ist ein bisschen zu weit nach rechts zurückgelehnt. Das hat man einfach nicht selbst überwunden. Ach, ich war da am Start. Ich war da ganz hinten mal schon letztes Mal. Ach Mann, wieder runtergefallen und dem scheiß Ding dahin geblieben. Ich komm doch rüber und das geht jetzt mal. Wurde von Egel Magie überwunden? Ja, das weiß ich. Nein. Da ist drauf gelandet wäre. Checkpoint geschafft. Jawohl, endlich, ey. Der Song hier. Er schreibt so eine Musik. Jetzt bin ich auch an der Stelle, wo Markus meinte, ich falle runter von der Straße und alles drum und dran. Ich bin nämlich jetzt auch runter. Jetzt bin ich wieder am Start. Runde 2. 3 Runden, Alter. Oh, Markus ist jetzt durch. Gott sei Dank. Geht bei der Countdown durch. Nee, leider noch nie. Nee, erst wenn der zweite drüber ist. Einer muss noch, ja. Ja, muss ich ja. Nee. Vier Minuten Rückstand auf Enrico. Platz 3. Nein! Oh. Du bist da einmal drüber und dann. Ja, ich hab's gesehen! Ja, ich bin Dritter. Ja, ich bin hinter dir. Oder auch nicht. Ich hab, glaube ich, kann sein, dass du auch da bist im Text gehangen hast. Ja, ja, wir sind direkt wieder da. Ich glaube, wir sind in einer Runde jetzt. Bin ja auch rübergekommen, das erste Mal jetzt. Ich bin wieder bei der Lieblingsstelle. Warum? Ich gehe dabei mal kurz pinkeln. Ja, viel Spaß. Kannst du auch scheißen, wenn du willst. Nein, wieder an dieser gleichen Ecke. Ich bin da wieder rausgerutscht. Das ist eine ganz schöne Challenge hier, ey. Hm. Schon wieder, ich bin drüber gewesen und der trotzdem rutscht schneller raus. Ich bin drüber. Oh, ich bin oben hängen geblieben. Ach, schade. Ja, dann leise Hoffnung auf den zweiten, doch noch auf den zweiten irgendwie. Na Mann! Immer kommt es zu weit hoch, zu hoch. Du hast da was im Sinn. So, da bin ich wieder. Hast nicht verpasst, wir sind immer noch dabei. Ihr macht das schon. Naja. Alter.
Mann, ich bin zweimal hintereinander, bin ich über dieses Ding rausgekommen. Ich rutsche jedes Mal da runter und dieses scheiß Betonpfeiler. Wurde von euch Kinder da Zete oder was? Nee. Enrico ist jetzt soweit durch. Ich hänge immer noch an der gleichen Punkt. Seid ihr noch in Runde 2 oder 3? Oh Mann. Runde 2. Ich in Runde 1. Wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass das hier so ein Wallride-Stun-Kack ist, hätte ich das gar nicht erst genommen. Vor allem mit Wallride kannst du nicht jagen, das ist das Ähnliche, was ich nie hinkriege. Ja, ich hasse eigentlich Wallrides auch total. Aber das hast du ja im Bild nicht gesehen. Im Bild sah es einfach nur aus wie ein cooler Track, so mit Neon-Zeug und weißt du, ich fand einfach das Bild cool. Ich brauche gerade noch für Verhängen weiter durch die Stadt. Ach, Gott sei Dank. Weil du findest halt, das Problem ist, du findest im Rockstar Social Club, du findest nur so viel erstellten Müll. Du findest halt nichts wirklich Sachen, also nicht viele Sachen, die man wirklich auch nutzen könnte hier für die Runde, weißt du? Du findest immer nur irgendwelchen hier RP-Glitch hier und da Glitch da. Du findest halt kaum irgendwie normal, einfach normal erstellte. Ich hätte den Checkpoint nicht erwischt. Ah, oh, dieses Drecksding. Und ganz ehrlich, wer sowas baut, hat auch echt Langeweile, oder? Wie bitte? Wer sowas baut hier, hat doch echt Langeweile, oder? Nee, es gibt Leute, die stehen wirklich auf dieses Wallride-Zeug. Ja. Nein, also ich meine, das ist bauen. Das hat damals auch bei der Encro, die sind das nur geformt. Ich sag ja, gerade die Amis, die geilen sich an solche Strecken hier auf, deswegen bauen die auch sowas. Kevin, wie sieht's aus bei dir? Ich komme schon wieder an dem nächsten Ding nicht weiter, wo ich da eben am ersten Mal drüber bin. Ich hänge an dem Looping fest. Komm mal, durch die Looping komm ich durch, aber durch die Wand dahinter, boah, da rutscht es mich, ich hau's mich jedes Mal wieder raus. Jo, genauso, Enrico. So hab's... Und da bleibt eine scheiß Alpha-Wand und ich bleib hängen. So hab ich's vorhin auch gemacht, Enrico. Das war jetzt für zwei. Das war ideal getroffen, die Wand da. Hast du Checkpoint gekriegt? Doch, du hast Checkpoint gekriegt. Ja. Dann war es das jetzt für euch. Enrico ist eure Rettung. Ich komme gar nicht mehr darüber, weil, wie gesagt, mich haut direkt aus dem Ding raus. Wir spielen jetzt klar am Hafen. Ja, dann haben wir den Scheiß jetzt gleich kurz danach beendet. Schade. Das ist anstrengend. Da kann die Community jetzt sagen, das hätten wir schon lange gekonnt. Ja, die werden. Da gibt's nämlich schon wieder ordentlich Hate. Das war so einfach. Das habe ich mit verbundenen Augen geschafft. Die sind einfach alle so scheiße. Leute, das sind dann die Leute, die permanent hier online sind. Ihr könnt dann nur gegen NPCs. Gott sei Dank den letzten gemacht. Sorry, aber nee, die Strecke ist persönlich einfach der absolute Müll. Beste Runde 8 Minuten 14, weißt du? Weißt du, diese scheiß Ding nicht hochkommen. Ey, also, du bist besser als Kevin. Das ist eigentlich total unverdient, weil ich eigentlich mehr weiter war als du. Ich habe mehr Kilometer zurückgelegt als du. Ich war in der zweiten Runde. Ich bin bis fast zum Ziel da gewesen in der zweiten Runde. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist. Nein, ach, scheiß drauf. Aber hier ist Sumo. Oh, Sumo?